einmal Vanessa. Denn die Montagsdemo ist nicht nur eine Demonstration, sondern sie ist auch ein kultureller Faktor in dieser Stadt. Das haben wir heute Abend erlebt. Hier durch die Lautenschlager Straße trifft im Moment verspätet die Ratsdemo ein. Bestimmt können die Ratsdemonstranten bei naher Gelegenheit auch erzählen, warum sie heute auch wieder zu spät sind. Nun kommen wir kurz zur Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin scheint im Gegensatz zu Finanzminister Schmidt kapiert zu haben, sich zumindest öffentlich nicht mehr für Stuttgart 21 zu stark ins Zeug zu legen. Nach ihrem abgeschirmten Auftritt am vergangenen Mittwoch in Stuttgart wurde aus der Industrie vom Kettensägerhersteller Stihl heftig kritisiert, sie habe sich nicht offensiv genug für Stuttgart 21 ausgesprochen. Der Kanzlerin scheint zu dämmern, dass das Leuchtturmprojekt entzaubert und zur Havarie verurteilt ist. Auch die pfiffigen Empfänge für die Kanzlerin in Stuttgart zeigen Wirkung. Dank an alle, die am vergangenen Mittwoch vor und in der Halle, in der ehemaligen Reithalle waren, und vor allem einen herzlichen Dank auch an diejenigen, die vor der Kanzlerin unser Logo entrollt haben. Nun zu unserem zweiten Redner. Es spricht zu ihm Ulrich Hammleiter. Er war akademischer Direktor des Instituts für Anwendungen der Geodäsie im Bauwesen an der Uni Stuttgart. Er spricht aber heute nicht zur Geodäsie, sondern zu den drohenden Enteignungen von Grundstücken in Stuttgart im Rahmen von Stuttgart 21. Herzlich willkommen, Ulrich Hammleiter.